Mora selbst ist eine hübsche kleine Stadt mit vielen interessanten Geschäften. Wir fühlen hier praktisch schon den hohen Norden mit seinen kühlen Temperaturen. Aber als der Regen dann aufhört und warmer, sanfter Sonnenschein herrscht, fühlen wir uns sehr wohl in Mora. We now have the tickets and we have the technology, so we'll go and catch some fish, will we? Yeah. Der Oxbisjön, etwas im Nordwesten Moras, soll der ideale Platz sein. Für das Wohnmobil und für die Angelei. Man hat uns erzählt, der See sei voller Fische. Es gibt tatsächlich viele Fische im See. Aber leider die falsche Spezies, um unsere Bibios zu testen. Hechte stehen dicht am Ufer im Schilf und auf den Streamer können wir sofort ein paar fangen. This one. Yeah. And our little friends are here tonight. You feel like home in Ireland. Ray fühlt sich wie zu Hause in Irland, als uns am Abend eine Wolke von Mücken und Kriebelmücken attackiert. Aber das tut der Schönheit dieser urigen Landschaft keinen Abbruch. Mr. Robinson studiert die Karte und findet heraus, dass der Oxbisjön lediglich winziger Teil eines viel größeren Systems ist, des Österdalelven. Der ist auch nur ein paar Kilometer entfernt und wir fahren gleich hinüber. Ray hat sofort einen sauberen Biss. Da wir eigentlich Eschen erwartet haben, sind wir ziemlich überrascht, eine gute Forelle zu sehen. Die ist in dem schnellen Wasser gar nicht so leicht zu landen. So. A trout. Trout. It's a trout. It's a trout. On the Bibio. I'll let it go, will I? Okay. Insgesamt können wir hier 4 Fische fangen. Alle auf Standard Bibios. Die setzen wir eigentlich unerklärlich wieder zurück. Also müssen wir eine andere Nahrungsquelle auftun. Ray ist überzeugt, dass ich ihn vergiften will und versucht mir die Pilze madig zu machen, indem er behauptet, sie seien alle voller Würmer. Aber das sind ja nur ganz billige Ausreden. Natürlich habe ich zu kochen. Ray genießt einfach das Leben und hält nach Fischen Ausschau. Schmecken tut's ihm dann aber trotzdem, obwohl er der Sache immer noch nicht so ganz traut. That's another question you think, or what? Fungi. Yeah, it's great stuff, isn't it?